der Klassenlehrer. 8 Jahre lang führt er allein die Kinder durch den Lehrstoff, ohne Schulbücher. Diese Pädagogik ist mit einem Mann verbunden, dessen Bild in fast jeder Waldorfschule hängt, Rudolf Steiner. Basis der Waldorfpädagogik ist seine Lehre. Doch die soll nun Risse haben. Wir sprechen mit enttäuschten Müttern von Waldorfschülern aus allen Teilen der Bundesrepublik, fragen, warum sie ihre Kinder von der Schule nahmen. Heute haben sie Angst. Viele werden als Verräterinnen beschimpft. Sie wollen nur anonym aussagen. Da ist keine Durchsichtigkeit da, keine Transparenz. Wir wissen nicht, was da eigentlich gemacht worden ist. Es ist grundsätzlich so, dass die Eltern in diese Pädagogik nicht genügend Einblicke erhalten. Eine Schule, die rassistisch geprägt und weltanschaulich sehr einseitig auf Steiner ausgerichtet ist, auf eine Führerfigur, die ich eigentlich so nie für meine Kinder hätte haben wollen. Im Geschichtsunterricht wurde zum Beispiel von Rassen gesprochen, die Völker wurden so kategorisiert und diese ganze Evolutionstheorie, mir ist das alles auch etwas eigenartig. Sibylle Jacobs tritt offen vor unsere Kamera. Viel zu spät sei sie aufgewacht und nahm erst Mitte der 90er Jahre ihre Kinder von der Waldorfschule. Seit einigen Jahren leitet sie einen Verein für Eltern ehemaliger Waldorfschüler. Es wird nach meiner Meinung nach eindeutig rassistisches Gedankengut den Kindern vermittelt. Zwar subtil und so, dass die Eltern das nicht unbedingt sofort merken. Wir haben das auch nicht gemerkt, weil ich die Hefte damals nie so genau angeschaut habe, weil die Kinder keine Schularbeiten oder nur wenig Schularbeiten aufbekommen haben. Dann habe ich mir die Hefte vorgenommen, ja, und dann hat es mich fast umgehauen, nicht? Geschichtshefte der 5. Klasse aus verschiedenen Waldorfschulen, alle aus den letzten Jahren. Hier finden wir eine Entwicklungslehre des Menschen, die im Geschichtsunterricht staatlicher Schulen unbekannt ist. Die Arier, so heißt es dort, verließen den untergehenden Kontinent Atlantis, um zahlreiche Hochkulturen zu begründen. Begriffe wie Arier-Opferfeuer oder Arier-Wanderungen tauchen auf, unkommentiert. Für den Betrachter von außen wird hier lediglich ein wenig bekannter Mythos vermittelt. Experten sind da anderer Meinung. Der Inhalt der Schulhefte zeige, dass den Kindern Mythologie als geschichtliche Tatsache gelehrt werde. Eine Entwicklungstheorie, die Arier besonders hervorhebe, sei pädagogisch unhaltbar. Diese Konstruktion hat die Funktion, sozusagen in den Einzelnen ein Bewusstsein zu erzeugen, dass in ihnen selbst die ganze Geschichte, so wie Steiner sie liest mit ihren Merkwürdigkeiten, in jedem Menschen diese Geschichte präsent ist. Mit einem deutlichen Vorrang eben unserer Zugehörigkeit oder angeblichen Zugehörigkeit, muss man ja sagen, zur arischen Rasse, die da nach wie vor wie etwas behandelt wird, das es wirklich gegeben hat. In einigen Heften werden Eigenschaften ganzer Völker beschrieben. Vermittelt wird dabei, Russen sind unbeherrscht und unpünktlich, Franzosen oberflächlich und sogenannte Buschmänner haben Hohlkreuze und starke Hinterteile. Hildegard Ernst bildet Geschichtslehrer für staatliche Schulen aus. Ihr legen wir die Waldorfhefte vor, den Inhalt hält sie für fatal. In einigen Kapiteln werden Völker mit Stereotypen überzogen, die, wenn sie unkritisch so stehen bleiben, zu rassistischen Vorstellungen führen müssen. Nach Meinung einiger Eltern finden sich diese Einstellungen auch im Schulalltag. Mit schlimmen Konsequenzen. Behinderte, Ausländer und alles, was nicht in eine Schublade, in eine gewisse Schublade gepasst hat, ist diskriminiert worden. Und unser Kind hat da ganz große Probleme damit gehabt, weil wir sehr weltoffen, sehr tolerant sind. Und letztendlich ist das einer der großen Gründe gewesen, warum wir unser Kind von der Waldorfschule genommen haben. Seit einiger Zeit nehmen vermehrt auch jüdische Eltern ihre Kinder von der Waldorfschule. Das berichtet der Sprecher einer Schweizer Bürgerinitiative, die sich seit Jahren mit den Vorgängen an Waldorfschulen befasst. Seit circa 2 Jahren werden Geschichten uns zugetragen aus der Bundesrepublik Deutschland von antisemitischen Vorfällen an Waldorfschulen. Diese Vorfälle sind verschiedener Art. Sie beinhalten zum Teil Gewalt,
gegenüber Kindern. Sie beinhalten aber auch verbale Gewalt. Du darfst nicht jüdisch sein. Du sollst besser aufhören, Hebräisch zu lernen. Überhaupt geh nicht in den jüdischen Religionsunterricht. Der Holocaust war eine Notwendigkeit, um das Karma abzutragen. Die Opfer sind nötig gewesen und damit ist der Holocaust legitimiert. Rassismus und Antisemitismus in der Waldorfpädagogik? Ein Rückblick. 1919, Rudolf Steiner soll für die Arbeiterkinder der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik eine Schule gründen. Daher der Name Waldorf. Steiner entwickelte dafür eine neue Pädagogik. Grundlage bis heute die Anthroposophie. Wiedergeburt und Karma stehen dabei im Vordergrund. Mithilfe von Anthroposophie und Waldorfpädagogik soll der Mensch im nächsten Leben eine höhere geistige Stufe erlangen. Doch in Steiners Lehre findet sich auch Folgendes. Die weiße Rasse ist die zukünftige, ist die am Geiste schaffende Rasse. Der Neger hat also ein starkes Triebleben. So könnten die Juden eigentlich nichts Besseres vollbringen als aufgehen in der übrigen Menschheit, sodass das Judentum als Volk einfach aufhören würde. Das ist dasjenige, was ein Ideal wäre. Drei von vielen Zitaten dieser Art aus Steiners Gesamtwerk. Wissenschaftler und Eltern kritisieren, dass die Waldorf-Bewegung sich bis heute nicht von diesen Aussagen distanziert habe. Und viele Zeitgenossen Steiners vertraten ähnliche Thesen, doch nur Steiners Lehre sei bis heute Grundlage eines pädagogischen Systems. Die Kritiker sehen daher die Gefahr, dass diese Inhalte noch heute an Waldorfschulen gelehrt werden könnten. Die Waldorfbewegung bildet ihre eigenen Lehrer aus. Mittelpunkt dabei Steiners Gesamtwerk. Dass manche Waldorflehrer sogenannte Arierwanderungen und Völkerstereotypen im Unterricht vermitteln, muss der Bund der Freien Waldorfschulen eingestehen. Wir haben aber ganz sicherlich verstärkt, die Diskussion zu pflegen oder auch zu provozieren, was ist denn berechtigt, Bestandteil der Waldorfschule und was hat in der Schule nichts zu suchen, weil es auch wirklich zu Irritationen und auch vielleicht auch zu Abschweifungen führen kann, die mit einer persönlichen Ambition einer Lehrkraft vielleicht zu tun hat, aber nichts mit dem, was Waldorfschule insgesamt sein soll. Persönliche Ambitionen einer Lehrkraft? Einzelfälle? Gegenüber Report Mainz berichten ehemalige Waldorflehrer, es komme immer wieder vor, dass umstrittene Inhalte unreflektiert in den Unterricht einflössen. Und da es im Unterricht keine Bücher gebe, seien die Kinder auf das angewiesen, was der Lehrer ihnen erzähle. Jeder Waldorflehrer fühlt sich den Lehren Steiners verpflichtet. Und solange es für mich keine öffentliche Distanzierung von diesen rassistischen Thesen gibt, ist es für mich unbegreiflich, dass solche Schulen diese Ideologie im ausgehenden 20. Jahrhundert noch verbreiten und dafür auch noch staatliche Förderung beanspruchen. Heiner Ulrich beginnt demnächst die erste empirische Studie zu den Waldorfschulen. Er will den Unterricht in der Praxis beobachten. Doch schon jetzt fordert er mehr Pluralität in der Ausbildung von Waldorflehrern. Weniger Steiner könnte bedeuten, dass man sich von nationalistischen, rassistischen, antisemitischen Vorurteilen in dieser Pädagogik ein für alle Mal freimachen könnte.